I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. Was geht ab YouTube? Heute will ich euch mal zeigen, wie ihr sofort mehr Klimmzüge schaffen könnt. Ich habe schon mehr solcher Videos hochgeladen, aber heute will ich euch nochmal zeigen, wie ihr genau die Zielmuskulatur aktivieren könnt. Und wenn ihr das regelmäßig in eurem Training verankert, werdet ihr in kürzester Zeit viel mehr Klimmzüge lernen und nicht nur das, sondern auch Erweiterungen. Wenn ihr zum Beispiel Muscle-Ups, Front-Lever, Back-Lever und so weiter lernen wollt, dann müsst ihr diese Tipps unbedingt beachten. Um was genau es geht, erfahrt ihr nach dem Intro. Ich habe gerade jetzt dieses Video schon fertig geschnitten. Jetzt mussten wir nochmal hierher kommen, weil uns leider ein kleiner Fehler unterlaufen ist. Irgendwas hat mit dem ersten Clip hier nicht gestimmt. Deshalb machen wir nur diesen einen Clip gerade nochmal neu. Und zwar das Allerwichtigste, damit ihr eure Klimmzüge verbessern könnt, ist, dass ihr erstmal lernt, aktiv an so einer Klimmzugstange überhaupt zu hängen. Was bedeutet das jetzt? Wir können theoretisch passiv hängen, indem wir uns einfach voll aushängen lassen. So richtig slow oder aktiv, indem wir uns quasi von hier nochmal so ein bisschen nach hinten lehnen und hochziehen. Passiv, aktiv. Aktiv bedeutet in dem Fall, dass wir einfach unsere Rückenmuskulatur, die wir auch für den Klimmzug und alles weitere brauchen, wirklich anspannen, indem wir unsere Schulterblätter hinten zusammenziehen. Das sieht jetzt aus, als würde ich mich so ein kleines bisschen hochziehen, ist aber im Grunde nicht so. Das ist diese Bewegung. Ich strecke jetzt meine Schultern nach oben, mein Arm ist durchgestreckt und jetzt mache ich das Gleiche. Und trotzdem ist mein Arm höher. Also ihr seht, mein Arm bleibt gestreckt, aber ich kann mich quasi aus dem Nacken heraus nochmal strecken. Das ist wie, wenn wir unseren Nacken trainieren wollen und so einen Shrug machen quasi. Und nur aus den Schultern bleibt quasi mein Arm jetzt hier durchgestreckt und von hier ziehe ich nur die Schultern hoch. Und das hier ist aktives Festhalten und das sollten wir so unter Spannung uns versuchen einfach mal an der Stange zu halten. Also quasi so einen ganz normalen Hang zu üben. Und wenn wir nur lange diesen Hang die ganze Zeit üben, dann wird unsere Grundspannung, die wir für alle möglichen Zugübungen brauchen, wie Frontlever, Klimmzüge und so weiter, viel, viel besser. Das bedeutet, ihr könntet euch wie so eine kleine Challenge setzen, dass ihr das mal jeden Tag oder jeden zweiten Tag macht, die Zeit stoppt und wirklich versucht, bei jedem Mal, wo ihr das macht, mindestens 1, 2, 3 Sekunden länger hängen zu bleiben. Und wenn ihr das irgendwann hochbekommt auf 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten, dann werdet ihr merken, eure Kraft wird durch die Decke gehen. Das wird so boosten und eure Wiederholungen bei den Klimmzügen werden sich rapide verbessern. Und ich empfehle euch, dass ihr vor jedem Klimmzugtraining oder einfach in eurem Warm-up, ganz egal, ob ihr Klimmzüge trainiert, einfach solche, ich nenne es einfach mal Schulterblatt-Klimmzüge macht. Das bedeutet, vom Durchhängen, schulterbreiter Griff, hier reinziehen, nach hinten lehnen. Wieder durchhängen lassen und wieder reinziehen. Durchhängen. Ich versuche also darüber nur meine Schulterblätter zu aktivieren und dadurch bekommt ihr einfach ein besseres Gefühl dafür, denn ihr müsst dieses Bewegungsmuster in eurem Kopf integrieren. Es bringt nichts nur bei den Klimmzügen darauf zu achten, ihr müsst es ganz häufig wiederholen, dass es einfach fest verankert ist. Und genau diese Bewegung, die Schulterblätter hinten zusammenzuziehen und zu aktivieren, braucht ihr für alles Mögliche. Also genauso, wenn ihr beispielsweise einen Frontlever von hier ausführt, da habt ihr genau die gleiche Bewegung. Einfach um dieses Zusammenspiel der Schulterblätter nochmal zu demonstrieren, zeige ich euch das Ganze auch nochmal bei Liegestütze. Da können wir das genauso machen. Ich mag das auch sehr gern zum Aufwärmen, einfach damit wir genau verstehen, wie wir eigentlich unsere Schulterblätter aktivieren können. Das brauchen wir zum Beispiel auch für solche Übungen, wie wenn wir den Planche lernen wollen. Denn von hier gehen wir in die Liegestützposition und können auch Schulterblattliegestütze ausführen. Also die Arme bleiben dabei wieder gestreckt. Wir gehen runter und hoch. Schulterblätter runter und zusammen und hoch. Runter. Jetzt in dem Fall bei den Liegestützen versuche ich auch noch den Drehmoment zu nutzen. Das bedeutet, während meine Hände auf dem Boden liegen, drehe ich noch meine Ellbogenbeuge nach vorne, um quasi wirklich meine Hände in den Boden zu drehen, damit die fester verankert sind. Dadurch könnt ihr auch noch mehr Kraft aufbauen. Das sind lauter so Kleinigkeiten, die man integrieren kann in sein Bewegungsmuster, damit die Übung einfach effizienter abläuft. Heute soll es aber in erster Linie um die Klimmzüge gehen. Und der Punkt Nummer 2, den wir beachten sollten, ist, dass wir einen richtig festen Griff haben. Denn wenn wir fest die Stange umgreifen, dann werden besonders unsere Unterarme angespannt und auch diese Muskulatur wird aktiviert. Und wir brauchen unsere Unterarme für die Klimmzüge. Dementsprechend, wir gehen zurück zur Stange, versuchen wir, nicht nur einfach die Stange irgendwie mit den Fingern locker in die Hand zu nehmen, sondern wir umgreifen sie richtig fest, damit eben die Unterarme hier aktiviert werden. Also überprüft es einfach mal, dass wenn ihr zupackt, wirklich der Unterarm angespannt ist und dadurch können wir dann noch reibungsloser den Klimmzug ausführen
und unsere Zielmuskulatur ansprechen. Kommen wir zum letzten Tipp, und zwar, wenn ihr schon so ein bisschen Klimmzüge könnt und ihr wollt schnell mehr lernen, ganz klar, nutzt das Negativtraining dafür. Negativtraining bedeutet, wir trainieren nur die Negativbewegung. Beim Klimmzug ist das hier die Positivbewegung und das hier ist die Negative, wenn wir uns also runterlassen. Und genau das können wir eben trainieren. Also angenommen, ihr schafft einfach 2 Klimmzüge, dann macht ihr 2 normale Klimmzüge und um noch mehr zu schaffen, springt ihr nach oben an die Stange, wenn ihr so eine relativ niedrige habt und versucht nur von hier euch langsam runterzulassen. Dabei auch wieder den Latissimus anspannen. Die Ausführung ist ja meistens nicht so gut, wenn man durch das Hochspringen so ein bisschen Schwung hat, aber Hauptsache, ihr reizt die richtige Muskulatur aus. Und ich meine damit auch nicht hochzuspringen und sich quasi wieder so hängen zu lassen, sondern versucht wirklich ganz langsam jede kleine Bewegung mitzunehmen, damit wirklich die Zielmuskulatur angespannt wird. Also unsere Unterarme, mein Latissimus, alles wovon ich eben geredet habe. Ich demonstriere es nochmal. Wir können zum Beispiel 2 Klimmzüge gerade so. Jetzt würde nicht mehr gehen. Kurz Arme ausschütteln, springen und langsam runtergehen. Wieder ausschütteln, springen und langsam runtergehen. Und auf diese Weise können wir einfach unsere Wiederholung noch mehr steigern. Einen abschließenden Tipp habe ich noch für euch. Und zwar gibt es immer so eine Station vom Klimmzug, der einem besonders schwer fällt. Es gibt im Grunde 3 Stationen. Einmal das aktive Hängen, das ist die unterste Position, also nicht durchhängen, sondern mit angespanntem Latissimus. Die zweite Position ist einfach die mittlere Höhe, dass wir einen 90-Grad-Winkel quasi in unserem Ellenbogen haben. Und die dritte Station ist einfach, dass unser Kopf beinahe schon über der Stange ist, beziehungsweise unser Kinn, also quasi hier die höchste Position. Und findet einfach mal für euch heraus, wenn ihr eine Wiederholung macht, wo ihr die meisten Probleme habt. Unten in der Mitte oder oben. Unten die Ebene übt ihr sowieso, weil ihr ab jetzt einfach lernt, den Latissimus richtig anzuspannen. Also dieser Step Nummer 1 von diesem Video. Wenn ihr oben ansonsten noch die meisten Probleme habt, versucht einfach mal, wenn ihr so viele Klimmzüge gemacht habt, wie ihr könnt, oben diese Position zu halten, so lange wie möglich. Einfach kämpfen und die Position halten. Wenn es gar nicht mehr geht, ganz langsam herablassen. Also einmal noch zur Demonstration. Wir haben oben die meisten Probleme. Hochziehen und halten. Halten, halten, halten. Wenn ihr nicht mehr könnt, ganz langsam die Bewegung mitnehmen. Und auch auf diese Weise, wir wollen immer die Zielmuskulatur treffen, die eben für diese Haltung verantwortlich ist. Wenn ihr diese Dinge integriert in euer Klimmzugtraining, da werdet ihr ganz schnell mehr Wiederholungen machen können. Versucht euch hier wirklich in jedem Training zu steigern. Zum Beispiel, wenn ihr die oberste Position haltet, nehmt eine Stoppuhr mit dazu und schaut, wenn es im letzten Training 15 Sekunden waren, probiert im nächsten Training einfach 17 Sekunden zu halten. Versucht mehr Negativbewegungen einzubauen und dann werden sich auch in Kürze schon die Wiederholungen steigern. Übrigens, wer einarmige Klimmzüge lernen will, es ist genau das gleiche Prozedere, nur eben mit einem Arm, dass wir versuchen über Negativbewegungen und über Haltebewegungen versuchen unsere Muskulatur zu stärken, damit wir mehr Klimmzüge ausführen können. Man sagt immer ungefähr, 3 Negativklimmzüge sind ein Positivklimmzug oder ein kompletter Klimmzug. Also wenn ihr 3-mal hochspringen könnt und euch langsam runterlassen könnt, ohne Pause dazwischen, dann schafft ihr es auch einmal, euch quasi hochzuziehen. Genauso mit einem Arm. Ich hoffe, mit dem Video konnte ich euch weiterhelfen und dass ihr in Zukunft eure Klimmzüge verbessern werdet. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen oder sonstige Kommentare habt, immer bitte unten reinschreiben. Auch weitere Videoideen sind hier immer herzlich willkommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin raus und ciao.